1939. Die deutschen Armeen beginnen mit ihrem Angriff auf Europa. Als erstes fällt Polen, dann Dänemark, Norwegen, Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Wir schreiben das Jahr 1941. Mit mehr als 7 Millionen Einheiten wenden sich die Deutschen nach Osten und beginnen mit der Invasion der Sowjetunion. Mit ihrer Blitzkriegtaktik rücken sie schnell vor und schlagen gnadenlos durch die sowjetischen Verteidigungen. In weniger als 4 Monaten erreichen sie die Hauptstadt Moskau. Ohne weitere Verstärkungen muss sich die sowjetische Verteidigung Moskaus auf tausende junger Rekruten verlassen, die sich nun in der Eiseskälte des russischen Winters den gut ausgebildeten deutschen Einheiten stellen müssen. Willkommen bei der Grundausbildung, Genossen. Tun Sie zum Überleben genau das, was ich Ihnen gleich sagen werde. Jetzt gehen Sie rüber zum Tisch und nehmen Sie die Waffen. Sie müssen schneller sein, Genosse. Sie benötigen eine echte Waffe, wenn Sie Feinde töten wollen. Achten Sie auf den Kompass. Der Stern auf dem Kompass zeigt den Standort des momentanen Ziels an. Nun zum Lager und holen Sie sich eine Pistole und ein Gewehr. Los! Die Waffen sind auf dem Tisch, Genosse. Gut. Jetzt melden Sie sich bei Kommissar Detlef. Los! Sehr gut, Genosse. Vergessen Sie nie den Stern auf Ihrem Kompass, um Ihre Ziele zu erreichen. Okay, Vassili. Lassen Sie mal sehen, wie gut Sie zielen. Visieren Sie einen der Teddybären an. Pistolen und Maschinenpistolen sind auf kurze Distanz gut, Genosse. Aber für Distanzschüsse ist ein Gewehr besser geeignet. Kommen Sie zum Schießstand. Bereit, Genossen? Schießen Sie auf die Flaschen und Teller. Stellen Sie sich vor, es sei der Feind. Benutzen Sie die Zielvorrichtung, Vassili. So können Sie genau schießen. Sehr gut, Genosse. Nicht über, nicht über. Das reicht, Vassili. So, mal sehen, wie Sie sich unter Druck schlagen. Sie haben 15 Sekunden, um die Helme zu treffen. Bereit? Los! Gut, Genosse. Jetzt kommen Sie her und schlagen die Puppe mit Ihrem Gewehr. Das reicht jetzt, Genosse. Kommen Sie her und nehmen Sie eine Granate. Das sind Kartoffeln, Genosse Kommissar. Warum benutzen wir Kartoffeln anstelle echter Granaten? Weil echte Granaten teuer sind. Ehrlich gesagt sind sie viel mehr wert, als sie es sind. Oh, natürlich, Genosse Kommissar. Mein Fehler. Jetzt werfen Sie eine Kartoffel auf die markierten Zielbereiche. Guter Wurf. Sehr gut, Genosse. Guter Wurf. Genosse Kommissar! Genosse Kommissar! Wir haben einen Gefangenen! Kommen Sie her! Unsere Truppen rücken noch weiter in den südöstlichen... Genosse Kommissar, dann rücken Sie also... Und werden von Halbketten... ...hinter unserer Linie... ...Halbkettenfahrzeuge unterstützt. ...in Südosten vor. Und dort haben Sie dann bestimmt auch noch mobile Artillerie. Ein deutscher Angriff formiert sich im Südosten. Es sieht ernst aus. Hören Sie, Genossen. Im Osten, im Keller eines Hauses, ist ein Waffenlager. Gehen Sie dorthin und nehmen Sie sich Munition und Vorräte. Ich kümmere mich um unseren Gast. Denken Sie an das, was Sie gelernt haben. Viel Glück! Magazin, bevor ihr in die Schlacht zieht.
Vassili! Rennen Sie nicht darauf! Werfen Sie erst eine Rauchgranate, um uns zu warnen! Der Rauch muss sich erst entwickeln! Haltet eure Positionen, Genossen! Noch ein bisschen! In Ordnung! Los! Bewegung! Truppen! Linke Seite! Achtung! Granate! Sowjetische Truppen! Das ist ein Panzerwerfer! Wir müssen einen Weg um das Tor herumfinden! Oben in ersten Stock! Wurde der Mumma. Mein Gott, ich dachte, wir wären im Training! Genosse, es gibt kein besseres Training als den Kampf ums Überleben.